hinten müssten wir das dann auch vielleicht noch so machen, mal gucken. Jetzt verpissen wir uns zuerst mal hier wieder. Wenigstens gibt's jetzt wirklich. Wow. Gibt's jetzt wirklich mal wieder Tiere hier in der Welt? Vielleicht brauchen die auch ein bisschen mehr Fackeln, um aus den Eiern zu schlüpfen. Jetzt müssen wir uns natürlich jetzt zunächst mal wieder Eier auftreiben. Das könnte auch wieder eine Zeit lang dauern. Dass wir das Ganze hier perfektionieren können. Ja, da hinten, das sieht mir auch zu blöd aus mit dem abgegradeten. Da müssen wir auch gucken, dass wir das so etwa hinbekommen. Aber ansonsten, hier kommt noch die Treppe rein. Habe ich natürlich wieder vergessen mitzunehmen. So, flüchten wir zunächst mal in die Sicherheit, legen alles ab, was wir nicht brauchen. Und gucken, ob wir dann die Slimes wiederfinden. Und ob die auch überhaupt noch da sind. Ach Quatsch. Wo haben wir Schalter und so Kram drin? Das könnte man eigentlich hier reinmachen. Holz, Erde und Dingens. Dingens ist immer gut. Die Axt, die brauchen wir auch nicht dort unten. Unter normalen Umständen. Bisschen Pflasterstein könnte man mitnehmen. Dispenser, die machen wir auch mal hier rein. So, die Erde kann man mitnehmen. Zum Auffüllen von etwaigen Löchern, obwohl wir gehen ja eigentlich nur den Weg. Ach, die Karte wollte ich ja auch mal mitnehmen, das trifft sich gerade. Und da gehen wir mal runter. Okay. Ich hätte noch gerne. Ach, das Glas. Ach, egal, nehmen wir jetzt mit. Ah, ich habe mich vergessen, offline zu stellen, beschäftigt zu stellen. Naja, wie immer. Kann ich an alles denken. Wenn man schon so lange nicht mehr online war, macht man solche dummen Fehler eben mal. Nicht online. So lange nicht mehr aufgenommen. So, die Pilze, die lasse ich jetzt mal gerade da liegen. Und da gehe ich mal runter. Das ist sehr schön, da haben wir uns ja wenigstens den Weg gekennzeichnet, was ich jetzt schon sehr gut finde, weil, naja, ist doch schon zu lange her fast. Wahrscheinlich würde ich es noch finden, muss ich sagen. Aber so ist es natürlich deutlich einfacher. Den Brutkrümeln folgen und dann kommt ihr ans Lebkuchenhaus, nur leider nicht mehr raus. Und da ist doch ein Slimer, juhu! Ihr könnt mich mit eurer Begrenzung am Arsch lecken. Hallo? Der hat wohl nichts verloren. Ah, da muss ich auch aufpassen. Der hätte mich nämlich fast in die Lava gedrückt. Apropos Lava. Lava, Lava, Lava. Ach nein, machen wir hier Steine. Ich glaube, die können nämlich auch nur auf Steinen gespawnt werden. Oder Pflastersteinen. Diese, Dinger, dann hätten wir hier eine größere Möglichkeit, dass die gespawnt werden. Wir könnten hier auch so ein Loch im Boden lassen.
Wenn die dann hier gespawnt werden, da können sie nicht raushüpfen. Oder können sie doch? Ich weiß es nicht, wie weit die hüpfen können. So, da die auch bei Licht gespawnt werden, ist natürlich auch sehr gut. Dann machen wir hier auf jeden Fall mal noch eine Reihe. Gerade um an das Gold ranzukommen. Ach komm, was soll's. Ja, mit dem Brot da kloppt man die Steine weg. Ich glaube, darum habe ich mal so eine Art Brücke gebaut und habe die jetzt gerade ein bisschen aufgehackt. Ist aber auch nicht schlimm. Wenn wir wieder dort oben sind, machen wir das gerade wieder. So, gucken, ob das sich hier hat sich hier gelohnt, ja schon wieder mal. Und jetzt sind wir ja doch schon wieder in der Höhle. Da wollte ich doch so schnell gar nicht mehr hin. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich nur nach den Slimes gucken. Eigentlich könnten wir wieder hochgehen. Sie werden hier gespawnt, aber ich gehe hier mal gerade noch ein bisschen ab, um zu schauen, ob vielleicht noch irgendwo ein Slime unterwegs ist. Nein, nicht in die Lava! Ihr Idioten! Wir hier auch die Lava ein bisschen zu. Und beleuchten das dann auch alles hier schön. Man könnte hier quasi so. Ach, scheiße. Vorsichtig, vorsichtig. Und zu. Ja, was ich sagen wollte, man könnte hier jetzt quasi mal vorläufig so Art Geländer bauen. Und zwar so, ich weiß nicht, ob die da drüber springen können. Aber zumindest hat da was grün geschimmert im Lava. Vielleicht ist er ja in der Lava gespawnt worden. Bauen wir hier die Manege auf jeden Fall mal ein bisschen aus. Weil wenn die hier wirklich immer. Boah! Hier gespawnt werden, das ist natürlich schon toll. Einfach mal ein bisschen glatt. Und ich bin immer der Meinung, ich höre einen Slime da rumspringen. Aber ich glaube, das ist die Lava. Die macht ja auch Geräusche hier so. Seit dem neuesten, also seit dem 1.8er Update. Brutzelt quasi ein bisschen. Ach, schon nochmal. Schon wieder nicht. Schon wieder out of Stein, out of Stone, Stone Age. So, und hier machen wir dann das Gelände hin. Ja, Geländer, Gelände. Wir bauen ein Gelände hier in die Höhle. Dann können wir auch endlich mit dem Geländewagen fahren. So, dann Licht. Dass hier auch nichts anderes spawnt. Und hier oben noch ein bisschen frei. Ich hoffe, da kommt jetzt keine Lava runter. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Heiliger. Reicht's auch, bevor ich wirklich in der Lava liege gleich. Das könnten die, aber wenn sie da drauf kommen, da kommen sie da drauf und da kommen sie hier drüber. Aber ja gut, okay, wenn sie da drauf kommen, ist es eh egal.
gucken wir uns mal ein bisschen um. Ach, ja, gucke ich natürlich in die Truhe. So, jetzt haben wir drei Slimes gesehen und keinen einzigen bekommen. Der eine hat nichts gegeben. Die anderen sind in die Lava schwimmen gegangen. Und da hinten ist auch der Spawner. Ah ja, genau. Da bin ich hochgekommen über diesen Weg. Weiß ich gar nicht mehr genau. Und dann hier herunter. Ja, doch. Da haben wir hier den Skelett-Spawner. Und es scheint wirklich zu wirken, diese Methode hier. Okay, das ist schon mal schön. Da holen wir uns gerade noch das Eisen mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch einmal den Weg gerade ab. Wow. Oh, Lapis-Lazuli wieder mal. Nein, das war nix. Das war nix. Das war nix gut, ey. So. Den holen wir uns natürlich auch noch mit. Vielleicht hier die Wasserquelle ein bisschen wegmachen. Aber das dürfte gar nicht so einfach sein, glaube ich. Doch, eigentlich schon. So, nämlich. Also von dem haben wir jetzt auch schon eine ganz schöne Menge hier gefunden. In dieser Höhle. Von dem kann man irgendwie auch, wenn man da wirklich was bauen will, da kann man irgendwie gar nicht so viel finden, wie man braucht. Und wisst ihr was? Wow. Ach stimmt, da haben wir gerade das Wasser zurückgedrängt. Jetzt haben wir hier eine tolle Obsidian-Fläche. Natürlich ist es fragwürdig, ob wir da so rankommen. Da immer noch die Lava ist. Und die könnte natürlich auch drunter sein. Und ich glaube, jetzt ist doch einer aus dem Spawner geschlüpft. Hey, bleib da. Hey, Sau. Saukopf. Geh in die Lava, ja, genau. Ein schönes, schönes, heißes Bad. Geil hier. Ach du Scheiße. Wie steht die Lava denn hier? Uah. Jetzt kommt er doch aus euren Löchern raus. Ich habe das Ding doch zugemacht. Ich verstehe das nicht. Da hinten sieht es aus, als wären wir da schon gewesen. Oder ist es noch ein Spawner dort? Weil ich glaube nicht, dass wir dort schon waren irgendwie. Es sei denn, wir waren hier. Hier sind wir gerade eben hoch. Und die Lava müsste hier irgendwo kommen gleich. Oder? Interessiert mich natürlich jetzt. Also dieser verdammte Raum ist, das gibt's auch gar nicht. Hallo? Das kann doch nicht sein. Sind wir hier höher oder tiefer oder? Könnt ihr auch über die Lava laufen. Jetzt eine Höhenlage höher, zwei Höhenlage höher, drei, vier. In das wäre dann die Höhenlage 25,